Hallo zum neuen Video. Heute geht es um diese ominöse Box hier. Was sich darin verbirgt, erfährst du direkt nach dem Intro. Ja, in der Box hier, wollen wir nicht lange um den heißen Brei herumreden, befindet sich ein Bohrer-Set, was Parkside derzeit hier anbietet. Wir haben hier drei verschiedene Bohrer-Kassetten. Ihr seht das schon, die sehen so aus. Wir haben hier einmal Steinbohrer, wir haben einmal Stahlbohrer und wir haben hier Holzbohrer. Das Ganze hier aus der Performance-Klasse, so wie ich das sehe. Das Ganze hier schon etwas hochwertiger Design. Ihr seht hier diese Abführschnecken, da habe ich ja schon in anderen Videos mal zur Stellung genommen. Wer den Kanal hier kennt, der kennt sicherlich auch die Videos. Ich werde euch dazu aber unten das Video nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Ich verlinke euch dann natürlich auch das Produkt, dann könnt ihr euch da zum einen den tagesaktuellen Preis abrufen und zum anderen das dann natürlich auch drüber bestellen. Tagesaktueller Preis derzeit war etwa 10 Euro für alle drei Sets und ihr bekommt dann, wie ihr hier seht, dann 15 Bohrer geliefert in verschiedenen Größen. Schauen wir uns erstmal das erste Set hier an. Das ist das Steinset. Ich mache es mal auf, dann können wir uns das besser hier vielleicht vorstellen. Müssen wir diesen kleinen Splint rausziehen und dann können wir das Ganze hier aufmachen. Die Bohrer, die sehen so aus. Wir probieren das dann gleich auch nochmal aus. Wir haben hier Bohrer, die aus Carbonstahl gefertigt sind mit einer Hartmetallschneide. Das Kuriose daran ist, dass wir hinten einen Sechskantschaft haben und ich kenne jetzt nicht wirklich einen Hammerbohrer oder einen Schlagbohrer, der jetzt über Sechskantschaft verfügt. Ihr könnt ihn natürlich auch so einspannen, das sollte eigentlich auch kein Problem sein. Aber speziell hier sind diese jetzt für Sechskantschaft ausgestattet und wir gucken dann gleich mal, wo wir die dann draufstecken können. Die Größen, die wir hier verfügbar haben, sind 3, 4, 5, 6 und 8. 6 und 8 sind natürlich die meistverwendeten hier. Und ihr seht, in welchen Stein ihr das hier verwenden könnt. In Beton solltet ihr das nicht unbedingt probieren. Ihr solltet das dann nur in so Ziegel etc. dann probieren, nicht in wirklich hartem Beton. Ich denke mal, dafür sind diese Schäfte dann hier auch nicht ausgelegt. Schauen wir mal weiter. An dieser Stelle haben wir hier die Metallbohrer. Die sehen so aus. Die sind aus titanbeschichteten M2-Stahl, wem das was sagt. Und die haben natürlich hier auch Sechskantschaft an der Unterseite. Sieht dann so aus. Hier auf den Bohrern selbst steht nochmal die Größe alles mit drauf, dass ihr die auch ins richtige Loch dann wieder einführen könnt hier. Wir haben hier auch die Größen 2, 3, 4, 5 und 6 vorhanden. Das Ganze macht dann hier schon etwas mehr Sinn. Am meisten Sinn macht Sechskantschaft einfach nur bei Holzbohrern. Und die gucken wir uns jetzt an. Holzbohrer sehen so aus. Die Größen 3, 4, 5, 6 und 8 sind hier vorhanden. Die Holzbohrer sind auch aus Carbonstahl gefertigt. Holen wir hier auch diesen Splint raus. Können wir uns den nochmal etwas genauer angucken. So sieht das aus. Ihr seht, wir haben hier so eine Doppelschnecke als Abführung. Das ist recht gut. Da kommt die Späne recht gut raus. Wir können das gleich alles mal ausprobieren. Wir haben hier einen Vorschneider mit dabei. Das sind diese beiden Zacken hier an der Seite, die dann den Rand so ein bisschen einritzen, dass das dann alles ein bisschen sauberer ist und etwas ausrissfreier geschieht. Und die Spitze seht ihr. Die ist Holzbohrer typisch. Ja, ansonsten auch Sechskantschaft logischerweise. Probieren wir das gleich mal aus. Ich suche mal einen Sechskant. Ich suche mal eine Bohrmaschine mit Sechskantaufnahme und dann melde ich mich gleich wieder. So, wer jetzt ein bisschen aufgepasst hat, der weiß natürlich, dass diese ganzen Bohrer alle auch in den normalen Akkuschrauber reinpassen, denn es ist ja letztendlich nichts anderes, als wenn ich hier so einen Bit-Einsatz hier nehme oder so eine Bit-Verlängerung oder so einen Bit-Aufsatz. Da haben wir unten den gleichen Anschluss und das passt natürlich in jeden Akkuschrauber rein. Und es gibt natürlich auch Akkuschrauber, die eine Schlagfunktion erfüllen, wo man allerdings normalerweise mehr auf Rundschaft unterwegs ist, wenn es nicht sogar SDS Plus dann ist. So, schauen wir uns mal kurz an, für was ich diese Bohrer hier hauptsächlich einsetze. Ich habe so eine Winkelbohrmaschine hier. Vorteil ist, dass die natürlich äußerst kurz ist, wenn ihr irgendwo in Schubladen oder sowas arbeitet.
dann macht das natürlich Sinn, da dann möglichst kurz zu bleiben. Wenn man dann aber etwas bohren möchte, dann sieht die Sache nun mal so aus, dass wir hier keinen Rundschaft einspannen können, sondern hier können wir nur Sechskantschaft einspannen. Es gibt das natürlich auch mit normalen Bohrfutter, da kann ich euch alles unten auch mal verlinken in der Videobeschreibung. Allerdings habe ich mich hier bewusst hier für diese Bitaufnahme direkt entschieden. Da kann ich dann auch direkt meine Schrauberbits dann gleich mit reinsetzen etc. Und dann habe ich hier eine äußerst kompakte Bauform, womit ich dann in enge Stellen super reinkomme. So, nichtsdestotrotz brauche ich das Gerät natürlich ab und an auch mal zum Bohren, wo ich mit einer normalen Bohrmaschine einfach nicht hinkomme. Und da kommen mir dann diese Sechskantbohrer natürlich super zur Hilfe. Die kann ich nämlich hier dann direkt einführen und dann kann ich dann natürlich damit dann auch direkt schrauben. Sieht dann so aus und dann könnt ihr hier natürlich an unzugänglichen Stellen super mitarbeiten. Wenn ich jetzt natürlich eine große Maschine nehme dafür, dann seht ihr selber, dann ist die Maschine schon wesentlich länger als dieser ganze Aufbau. Wenn dann vorne noch der Bohrer dran kommt, dann bin ich an vielen Stellen schon viel zu groß. So, das ist für mich der super Einsatzzweck hier von diesen Sechskantschäften. Ansonsten sehe ich da jetzt nicht wirklich einen Vorteil drin gegenüber Rundschaft. Ihr kennt ja auch den PBSA-12, den ich hier habe. Da kann man das Bohrfutter dann vorne natürlich abnehmen. Und auch hier haben wir dann eine Sechskantaufnahme mit drin. Und wir können dann hier auch direkt mit bohren und mitarbeiten. Das ist natürlich dann mit solchen Maschinen auch möglich. Was natürlich auch möglich ist, wie ich schon gesagt habe, ich stecke mal das Bohrfutter hier wieder drauf, ne, klemmt ein bisschen. So, habe ich geschafft. Wir können natürlich das Ganze auch in eine große Maschine hier einspannen. Da gibt es natürlich auch kein Vertun. Müsst dann natürlich nur aufpassen, dass die Backen dann immer auch auf diesen Flanken hier drauf sitzen. Denn sonst greift es nicht richtig und dann eiert der Bohrer. So, jetzt hole ich mal Holz rein und dann bohren wir mal. So, dann schauen wir mal die Holzbohrer. Die habe ich jetzt hier auf ein normales Bohrfutter logischerweise eingespannt. Mal gucken, was da passiert. Ja, erwartungsgemäß funktioniert das natürlich. Ich kann den jetzt mal hier in meine Eckbohrmaschine oder Winkelbohrmaschine mal einspannen. Probieren wir das auch mal aus, wie das aussieht. Ups, verkehrt rum. So funktioniert das dann halt auch tadellos. Ein bisschen verstopfen tut das Ganze. Ist natürlich jetzt hier Fichtenmaterial und das natürlich harzig und das schiebt sich natürlich nicht so gut über die Spiralen dann ab. Jetzt probieren wir das Ganze mal mit einem Stein. So, jetzt nehme ich natürlich eine Maschine, die Schlagfunktion auch hat. Habe ich jetzt hier eingestellt. Habe das hier auch in normales Bohrfutter eingespannt. Und dann gucken wir mal, wie sich das jetzt darstellt. Schaffen tut das schon was. Ihr seht hier, dieser kleine Haufen, der sich hier gebildet hat, sind jetzt vielleicht hier einen halben bis einen Zentimeter eingetaucht. Da braucht er wirklich ein bisschen Geduld, also besonders scharf scheinen die nicht zu sein. Kommt natürlich auch ein bisschen immer auf die Maschine an, aber in der Regel hatte ich hier mit der Maschine noch wenig Probleme mit irgendwo einzutauchen. Ein bisschen eierig sieht mir das hier auch aus. Wenn ihr die Bohrer schon zu Hause habt, könnt ihr mal reinschreiben, wie sich das bei euch darstellt, ob das bei euch einen ruhigen Lauf hat oder ob ich hier wieder Montagsware erwischt habe. Das gleiche ist mir jetzt auch mit diesen Holzbohrern hier aufgefallen. Was bleibt uns da über? Müssen wir halt noch die Stahlbohrer testen. So, ich habe jetzt den Sechser mal in die Standbohrmaschine hier eingespannt und muss sagen, der läuft also wirklich recht ruhig.
Laut Bohrtabelle soll ich jetzt hier mit 1200 Umdrehungen pro Minute bohren. Die Bohrtabelle kann ich euch unten auch mal wieder verlinken. Manch einer kennt sie vielleicht noch nicht und das ist dann für ihn vielleicht eine ganz gute Hilfe. Da stehen dann einige Geschwindigkeiten, abhängig von Bohrgröße und verwendetem Material drauf. Und guckt euch das mal an, ob euch das irgendwie weiterbringt. Jetzt bohren wir hier mal in Metall. Schon sind wir durch. Das hat hier also einwandfrei funktioniert und das ist jetzt hier 07er Baustahl. Und ich denke mal, da wisst ihr selber, was das hier eigentlich für ein Widerstand ist. Das hat jetzt also tadellos funktioniert. Ja, eigentlich macht man solche Bogen natürlich mit Schneidöl. Ich habe es jetzt hier bewusst mal weggelassen. Ansonsten kann ich euch natürlich auch Schneidöl auch unten in der Videobeschreibung mal verlinken. Ja, grundsätzlich machen die Bohrer hier, zumindest diese Stahlbohrer hier, einen hervorragenden Eindruck. Die Holzbohrer sicherlich auch. Der hier, da konnte ich jetzt gar nichts feststellen, dass der hier irgendwie geeiert hat oder so. Aber ihr habt es gesehen beim Holzbohrer, das war so ein bisschen eierig. Und auch beim Steinbohrer, der Steinbohrer auch nicht wirklich scharf. Aber ich denke mal, für den Preis hier unter 10 Euro, drei solche Sets, wenn ihr noch ein paar Bohrer zum Starten sucht, dann kann man da sicherlich auch nicht viel mit verkehrt machen. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet von den Bohrern. Vielleicht habt ihr die auch schon zu Hause, seid damit zufrieden oder habt damit auch Probleme gehabt, dann schreibt es gerne rein. Ist natürlich immer hilfreich, auch für die Community. Wenn euch das Video hier auf eine Idee gebracht hat, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid und sage bis dahin.